angepasst werden auf die Bedingungen, auf die man sich im Tourismus-Masterplan vereinigt, verständigt hat. Und deshalb, der läuft jetzt an, der Wettbewerb ist wiederum, wie viel sind es? 70 Millionen? Ja, 50 Millionen. Also dafür sind nochmal 50 Millionen reserviert. Ich rechne auch da wieder mit guten Ideen und Vorschlägen aus dem ganzen Land, die wir dann umsetzen werden. Wir möchten ja bis 2015 als Tourismusdestination endlich gefestigt wahrgenommen werden. Nun haben wir eine Besonderheit bei uns, das hat was mit den großen Messeplätzen im Land zu tun, auch mit sehr großen Unternehmen. Wir haben einen weitaus höheren Anteil an Geschäftsreisenden als andere Bundesländer. Deshalb hat es uns jetzt auch bei dem Tourismus etwas stärker erwischt, weil viele Leute zu bestimmten Messeereignissen nicht so gekommen sind wie in dem Boomjahr. Aber die ersten Monate dieses Jahres lassen die Zahlen schon wieder ansteigen. Und ich bin sicher, dass wir, wie im Masterplan vorgeschlagen, wenn wir uns auf die dort gemeinsam definierten Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, konzentrieren, wir auch passgenaue Angebote hinbekommen. Ich will Ihnen sagen, was uns Experten erzählen. Wenn jemand einen Hotelprospekt macht, dass er sagt, also bei mir sind sie alle willkommen, den kann er genauso gut sein lassen. Das muss man erstmal einmal verinnerlichen, um zu sagen, was wollte ich denn? Will ich besonders Familien mit kleinen Kindern? Will ich besonders auch Menschen haben, die vielleicht mal ein bisschen älter als 50 sind? Und was muss ich denen dann anbieten, damit die besonders gerne kommen? Diese Konzentration auf definierte Zielgruppen, das steht vielen, nach meiner Überzeugung, insbesondere im gastronomischen Bereich, noch bevor. Wir reden da jeweils sehr offen drüber, wenn ich hier in der Region bin, weil ich immer denke, die Einsicht wird schon wachsen, wenn die Ersten erfahren, es klappt und es bringt einen Mehrwert. Also, ich komme gerne auch zu einem nächsten Siegerprojekt, was Sie möglicherweise in der nächsten Runde, ja, warum nicht? Ich denke, aus den Niederrhein werden wieder gute Ideen kommen und die werden wir dann umsetzen. Also, die vorübergehende Schwächung der Umsätze im Tourismusgewerbe scheint sich schon wieder erholt zu haben. Ich denke, die Attraktion, die hier jetzt zusätzlich geschaffen wird, wird noch mehr Gäste anziehen und ich freue mich natürlich über das große Engagement, was die Menschen aus der Region selber gebracht haben und wünsche weiterhin guten Erfolg und viel Freude. Ihr Masterplan ist für uns ein wesentliches Instrument, um uns weiter auszurichten. Das werden wir auch in Zukunft tun. Und da sind ja Säulen drin, zum Beispiel Aktivität. Das ist eine Säule, die wir ja hier sicherlich gerne aufgreifen. Das ist unser Ziel hier. Ich glaube, wir werden in diesem Weg auch vernünftig weitergehen. Und falls wir dann auch nochmal eine Chance haben sollen, etwas zu gewinnen, wird es uns freuen, Sie hier wieder begrüßen zu können. Natürlich. Jetzt ist Herr Dr. Rommelsbacher eingetroffen und als Vertreter des RVRs, des Gesellschafters, ein Grußwort, bitte schön. Herr Berg, Frau Ministerin, meine Damen, meine Herren, ich bitte die Unpünktlichkeit zu entschuldigen, aber es ist besser gerade noch, Herr Bürgermeister, Herr Präsident, Verzeihung. Also, wir haben diesen Auftrag, den Hafen Xanten zu machen, wirklich sehr gerne übernommen. Denn es war ein Auftrag, der eine ganz große Herausforderung enthielt. Es ging darum, drei Elemente zusammenzukriegen: einmal städtebaulich, Verbindung zum Archäologischen Park zur Altstadt hinzukriegen, dann landschaftsplanerisch ein Landkonzept, was man jetzt noch nicht sieht, aber sobald die Bäume mal die Wurzel gefasst haben, wird man sehen, eine Gesamtkonzeption für den Hafen zu machen und last but not least, das im Entstehen begriffene Gebäude. Das Ganze musste in einer Nachbarschaft passieren, die mit zwei sehr geschichtsträchtigen Arealen. Aber in den mittelalterlichen Städten. Damit gab es eine Kernfrage, mit der sich unsere Architekten auseinanderzusetzen hatten, nämlich nimmt man Bezug auf die Epochen, wird man irgendwo römische Versatzstücke oder irgendein Siegfried oder irgendeine Reminiszenz ans Mittelalter machen. Das hätte, wäre eine Möglichkeit gewesen, weil im Moment kaum 200 Meter von hier der alte römische Hafen lag.
als heute. Allerdings haben wir uns dann zu einer gewissen Ehrlichkeit durchgerungen. Denn der Ort, wo wir hier sind, ist de facto geschichtsfrei. Er ist sozusagen ein neutraler Ort. Und wir haben uns natürlich immer im engen Dialog mit unseren Auftraggebern dazu durchgerungen, ihnen dieses Neuland zu gestalten. Und zwar mit dem Ziel, eine möglichst hohe Aufenthaltsqualität für die Wohnungssuchenden zu schaffen. Und dafür, meine Damen und Herren, können die Rahmenbedingungen kaum besser sein. Der Blick auf die Südsee, der künftige Hafentempel, der Dom, die Orientierung zur Morgens- und Nachmittags- und Abendsonne, all das gibt den Menschen die Möglichkeit, hier eine einmalige Lage mit allen Sinnen zu erleben, am Wasser zu sitzen, den Ausblick zu genießen, den Segeln zu spüren, unter den demnächst hier vorhandenen Platanen zu flanieren oder Pool zu spielen. Hinzu kommen die Wassersportanlagen, die dann tatsächlich die Chance geben, in den See hinein zu gehen, so dass wir ganz sicher sind, an schönen Sommertagen werden wir hier eine mediterrane Atmosphäre geschaffen haben, in der wir auch noch ökologische Platzstücke rauskommen. Ich möchte allerdings doch einen Rückgriff auf die Antike mir gestatten, wenn nämlich von einer ganz besonderen Atmosphäre eines Ortes die Rede ist, dann wird man den römischen Begriff Genius Loci, der Geist des Ortes. Beim Hafen Xanten waren sich Bauherren, Planer und alle Beteiligten sehr schnell einig, zum jungen, lebendigen, aktiven Freizeitzentrum passt am besten eine sportlose, zeitgemäße, moderne Formensprache. Genau die haben sie hier gewählt. Und ich denke, sie ist auch genau die Ergänzung zum römischen und historischen Anfang. Die klaren Linien, die großzügigen Flächen, der warme Gelbton des Belags, all das sind Elemente, die in die Richtung auf eine sehr hohe Auftragsqualität weisen werden. Und wir sind uns ganz sicher, dass es uns gelungen ist, den Geist dieses Ortes wirklich zu wecken, damit den Menschen nahe zu bringen. Last not least, meine Damen und Herren, haben wir Dank zu sagen. Ich persönlich habe Dank zu sagen Herrn Wirz und seinem engagierten Team von Architektinnen und Architekten, also unserem Team Freizeitplanung und RVR. Wir müssen für die Ausführungsplanung im Landschaftsbau dem Büro Müller Pechtmeier danken und bei der wasserbaulichen Planung CDM Consult dem Herrn Klos. Ende. Ein Bauherr wird nicht glücklich, Planer nicht klappt. Hier sind zu erwähnen die Geschäftsführung des Freizeitzentrums, Herr Weber, Herr Schröder und Herr Wöhrer als Atom. Herr Mayer als Leiter des Freizeitzentrums, Mitarbeiter und so weiter. Meine Damen und Herren, Frau Ministerin, Herr Bürgermeister, ich bin sicher, uns gemeinsam ist ein großes Werk gelungen. Sehr geehrte Frau Ministerin Toben, lieber Herr Dr. Horwitzbacher, Herr Bürgermeister, lieber Christian Strunk, meine Herren der Geschäftsführung, liebe Gäste, wenn ein einzigartiges Projekt, ein so ehrgeiziges Projekt wie der Ausbau des Freizeithafens Xanten gestemmt werden soll, braucht es zweierlei, viele Ideen und meistens auch viel Geld. Wer die Entwicklung des Freizeithafens Xanten in den letzten Jahren und Jahrzehnten verfolgt hat, weiß, an Ideen hat es nie gemangelt. Am Geld schon eher. Daher will ich heute einige Worte zu den Kosten verlieren und mich bei denen bedanken, die aus projektierten Kosten reale Investitionen machen. Das Investitionsvolumen wird insgesamt 3 Millionen Euro betragen. Das Land wird im Rahmen der regionalen Wirtschaftsförderung einen Zuschuss von 1,228 Millionen Euro geben. Auch die Gesellschafter haben, wie es sich gehört, Zuschüsse zum Projekt gegeben, und zwar in Höhe von insgesamt 736.000 Euro. Dank sagen will ich an dieser Stelle dem Kreistag und den beiden Mitgesellschaftern, dem RVR und der Stadt Kassel. Noch stärker von sich reden machen als bisher. Ich verbinde damit die Hoffnung, dass uns noch mehr Besucher